Genau, herzlich willkommen zum Remote Teamwork Webinar über virtuelle Workshops und heute mit dem Thema Moderation. Ich freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid und ich beginne mal mit einer kurzen Vorstellung unsererseits. Und zwar, mein Name ist Sabrina, ich werde euch durch die nächste halbe Stunde begleiten und ich habe meinen Kollegen Corbinian mit dabei, der für die Fragerunde zuständig sein wird. Hallo zusammen. Und unsere heutige Expertin ist Franziska Heide. Franziska ist Senior Expert Entrepreneurship and Tech Education bei der Unternehmertum im Bereich Tech Talents. Und ich möchte euch gerne ein bisschen was über die Franziska erzählen, bevor wir in eine Check-in-Methode mit ihr starten. Und zwar, Franzi ist zertifizierter Coach und Trainer in der Erwachsenenbildung. Und sie ist Dozentin für Entrepreneurship und auch Startup-Coach, hat selber auch schon sehr erfolgreich zwei Startups mitbegründet, ein Retreat in Schweden und eine Tai-Chi-Online-Schule. Und ich möchte euch Franzi gerne vorstellen anhand einer Check-in-Methode, die ihr auch für eure Workshops potenziell verwenden könnt, wenn ihr virtuelle Meetings macht. Und zwar sage ich mal herzlich willkommen, Franzi. Ich würde mich freuen, wenn du dich vorstellst anhand der Check-in-Methode, sag mir drei Sachen, die dich morgens motivieren, aufzustehen. Okay, also das wäre, würde ich sagen, gestalten, wann immer ich was gestalten kann. Tiefe, wann immer zwischenmenschliche Tiefe entsteht. Und Freude. Ich mache alle Sachen mit voller Freude. Es ist wunderbar. Dann freuen wir uns auf das heutige Thema und zwar die nächste halbe Stunde zum Thema Moderation, die Sache auf den Punkt bringen und warum der virtuelle Moderator so wichtig ist. Dazu wirst du uns ein bisschen was erzählen. Und ich möchte gerne alle Zuhörer dazu anhalten, dass wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Themen, zu Sachen, die Franzi sagt oder insgesamt zum Bereich Moderation, dann könnt ihr diese Fragen gerne jederzeit stellen und zwar bitte im Chat. Mein Kollege, der Corbinian, wird den Chat monitoren und danach werden wir so in einer Viertelstunde gemeinsam in alle eure Fragen reinstarten und Franzi wird die dann Schritt für Schritt beantworten. Genau, und jetzt starte ich auch gerne in das Gespräch mit dir, Franzi. Und zwar habe ich gehört, beziehungsweise du mir erzählt, dass du in den letzten zwei Wochen Remote Coaches ausgebildet hast tatsächlich. Was ja viele Leute sagen, dass es quasi unmöglich ist, weil das was ist, was sehr auf persönliche Interaktion beruht. Und ich würde aber natürlich gerne von dir wissen, was du in der Zeit über deine Remote Coaching Ausbildung, die du gegeben hast, gelernt hast. Super cool, da gibt es natürlich total viel zu sagen, aber für die kurzknackige Zeit heute habe ich mal drei Themen mitgebracht, die ich gerne ansprechen würde. Zum ersten, wie kann ich einen Workshop richtig gut starten lassen? Zum zweiten, wie kann ich Interaktion in einem Workshop wirklich fördern? Und zum dritten, wie kann ich einen Workshop intentional, also wirklich auch gut beenden? Und wenn ihr darauf Lust habt, würden wir direkt mal einsteigen mit einer Frage an euch. Ich kann das jetzt hier einfach erzählen oder wir machen das interaktiv in dem Sinne, dass ihr selbst auch Sachen erfahren könnt. Also insofern, liebe Zuhörer, Zuschauer, Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, nutzt doch mal den Chat und gebt mir ein Smiley, das ist so ein Doppelpunkt und eine Klammer zu, wenn ihr Lust habt, dass wir das Ganze ein bisschen interaktiv gestalten. Einfach mal ein Smiley in den Chat posten. Yay! Das sind eine Menge Smileys. Perfekt, da geht die Interaktion auf jeden Fall schon gut los. Ja, wenn wir bei dem Thema sind, dann wäre natürlich meine erste Frage an dich einfach, wie startet man denn richtig gut und motiviert in einen Workshop, sodass auch alle Anwesenden wirklich Spaß haben und gute Energie, um loszulegen? Super. Also, ich würde sagen, auf jeden Fall mal gute Energie mitbringen. Denn von dem Moderator, also so wie ihr das Ganze jetzt aufzieht, von der Person, die am Anfang spricht, hängt halt auch total viel ab. Und eine der ersten Sachen, die ich wirklich aus eigener Erfahrung, ich bin jetzt Trainer und Coach seit 2006, also seit 14 Jahren, die ich wirklich aus eigener Erfahrung empfehlen kann, ist das Priming. Priming geht super simpel und auch super schnell. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauer, wenn ihr die ersten 30 Sekunden eures Sprechens wirklich gut nutzen wollt, dann sagt euren Teilnehmern und Teilnehmerinnen
welche Qualitäten in diesem Workshop entstehen sollen. Also zum Beispiel für diesen Workshop hier, lasst uns doch ko-kreativ, interaktiv, freudvoll gemeinsam Inspirationen gestalten. Das würde ich mir wünschen und die Smileys, glaube ich, führen uns da schon auch auf einen guten Weg hin. Und wenn wir das dann gemacht haben, also wenn wir das Priming gut gesetzt haben, was uns die Möglichkeit gibt, einfach den Geschmack oder die Farbnuance für unseren Workshop zu setzen, also diese Qualität zu setzen, dann können wir in das nächste einsteigen, nämlich wirklich einmal anzukommen. Ich habe keine Ahnung, wo ihr hergekommen seid. Ich musste mich jetzt total beeilen, um in diesem Webinar pünktlich anzufangen. Das heißt, ich hatte ganz viel hin und her rennen, aufbauen und noch Sachen zu tun. Und ganz oft geht es unseren Kolleginnen und Kollegen ja auch so. Also wir wissen nicht, wo unsere Teilnehmer gerade vorher waren. Insofern nach dem Priming gerne mal, was wir im Englischen ein Presencing nennen. Und ihr könnt gerne die Kamera anmachen oder sie auslassen, ganz wie es euch beliebt. Aber ich würde euch einladen, einfach mal auszuatmen. Und auch wieder ein. Und nochmal aus. Und vielleicht mal so die Arme über den Kopf zu nehmen. Hier oben zusammen, so ungefähr. Die Arme mal hoch. Schön weiteratmen und einmal kurz nach zur einen Seite und zur anderen Seite strecken. Und das war's auch schon. Und jetzt könnt ihr ja mal selber schauen, wie das bei euch ist, ob sich euer Dasein, euer Präsentsein geändert hat. Also für mich ist es jetzt wirklich so, nach dem Lauschen, okay, wann muss ich was sagen, wann bin ich dran, bin ich jetzt wirklich präsent. Und das ist wirklich auch etwas, was ich mit allen meinen Gruppen mache, ob nun online oder offline, ob das Coaches sind oder nicht, wirklich irgendeine Form des Ankommens zu wählen. Dann gibt es auch ganz andere Formen davon und wenn ihr nachher das Handout haben mögt, da stehen auch andere Beispiele noch drin. Etwas, was ich von meinen eigenen Ausbildern gelernt habe, was sie damals gemacht haben, unter anderem bei Corporate Trainings, dass sie den Raum haben umräumen lassen, mit allen zusammen. Das mag etwas ungewöhnlich klingen, führt aber dazu, dass alle Personen sich auf etwas konzentrieren, was sie sonst nicht machen. Das heißt, da ist jetzt nicht der Autopilot an, den wir zum Beispiel anhaben, wenn wir irgendwie Meetings switchen oder von einem Tab zum nächsten hüpfen. Also man kann auch das wirklich in sehr kreativer Art und Weise in physischen Settings machen. Und so wie jetzt Bewegung in ein Online-Setting zu bringen, hilft auch da ganz enorm. Und so was Einfaches, wie wir eben probiert haben, kann man sich an jedem, also es braucht keine 10 Sekunden oder vielleicht 20 Sekunden, um das am Anfang eines jeden Workshops zu machen. In unterschiedlicher Form, was für euch passt. Und ansonsten, ich muss mal spicken, ich habe mir hier Notizen gemacht. Was ansonsten noch wichtig ist, ist sowas wie eine erste Interaktion. Auch dafür diente die Abfrage, ob ihr das interaktiv gestalten wollt. Denn je länger ihr mir jetzt nur zuhören müsst und selber nichts machen dürft, desto eher kommt ihr in so eine Haltung von, okay, ich lehne mich mal zurück, mehr oder weniger aufrecht sitzend und höre einfach nur zu. Was natürlich schön ist, wenn man einen Podcast hat, was vielleicht nicht so wahnsinnig hilfreich ist, wenn man jetzt gerade an einem Workshop teilnimmt. Also wenn ihr Workshops gebt, kann ich total empfehlen, sehr schnell mit den Teilnehmern in die Interaktion zu gehen. Und es können ganz kleine Fragen sein, sowas wie vorhin, ob ihr das interaktiv mit uns gemeinsam gestalten wollt. Einfach die Möglichkeit zu geben, schon mal in Verbindung zu treten, sich schon mal zu äußern. Im Idealfall, wenn wir das jetzt nicht nur über den Chat laufen ließen, würde man das sogar sprechenderweise machen. Ja, Wahnsinn, Franzi, vielen Dank. Ich fühle mich auf jeden Fall sehr angekommen im Hier und Jetzt und in diesem Webinar. Das ist wirklich klasse. Also ich finde, du hast da jetzt auch echt eine starke Energie vermittelt. Interessant ist für mich natürlich, wenn du auch ja Coaches ausgebildet hast, irgendwie über mehrere Tage hinweg quasi, wie schaffe ich es als Moderator während eines Workshops, also im Laufe des ganzen Tages der Session, wirklich die Interaktion hochzuhalten und auch bei der Sache zu bleiben, selber, aber auch meine Teilnehmer bei der Stange zu halten? Absolut. Im Besonderen, wenn man eine Coach-Ausbildung über 3 Tage Vollzeit macht und das online.
Es gibt wirklich auch da Tools, die ziemlich simpel sind, aber meines Wissens nach nicht so sehr bekannt. Und deshalb freue ich mich wirklich, dass ich ein paar davon heute mit euch teilen kann. Denn ich habe die in den letzten 14 Jahren als unglaublich hilfreich empfunden. Und da würden wir wieder in die Interaktion gehen und mal einen Erstversuch starten. Ich würde euch bitten, in den Chat zu schreiben, euren Namen, wo ihr euch gerade befindet, also die Stadt oder auch, wenn euch das lieber ist, den Ort und etwas Persönliches. Und davon nehmen wir uns mal 30 Sekunden, also gebt uns euren Namen, euren Aufenthaltsort und etwas Persönliches in den Chat. Wow. So cool. Tausend Dank für eure Mitteilung. Ich würde die nachher sehr gerne mal noch lesen in Ruhe, denn so schnell bin ich jetzt nicht hinterhergekommen. Ich vermute, dass es euch ähnlich geht. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Und das Spannende daran ist, was ich mit euch gerne entdecken würde, lasst uns mal reflektieren, was da jetzt gerade passiert ist. Ging es dir eher so, dass du das Gefühl hattest, okay, ich soll meinen Namen schreiben, meinen Aufenthaltsort und irgendwas Persönliches, tak, 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 los geht's und du wusstest genau, was du schreibst? Oder war das eher so, Moment mal, mein Name und mein Aufenthaltsort, das geht ja gerade noch, aber was ist was Persönliches? Was ist jetzt mit dieser Frage gemeint? Das muss ich mir erstmal genauer angucken, nochmal nachdenken, was ich jetzt hier wirklich reinschreiben will, was vielleicht auch eher nicht. Also ihr könnt einfach für euch selber mal gucken, ging es euch eher wie in dem ersten Szenario, tak, 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 mir fällt sofort was ein und das mache ich auch. Oder wie im zweiten Szenario, ich gucke mir das lieber erstmal an. Was nämlich dahinter steckt, sind Persönlichkeitstendenzen und die nennen wir proaktiv und reaktiv. Also es gibt kontextbezogen Tendenzen in uns, wo du vielleicht jemand bist, der direkt nach vorne geht. Also proaktiv gleich mal drauf los, im Zweifelsfall auch noch gar nicht so richtig weiß, wie, aber mal mitmachen. Oder es gibt die reaktive Tendenz, wo man sagt, oh, ich gucke mir das erstmal an, ich muss erstmal wirklich genau verstehen, wie das hier läuft, was das jetzt eigentlich mit mir zu tun hat und was das soll und dann mache ich mit. Und für ein Online-Meeting, weil wir das nicht sehen, wie sich die Menschen verhalten, im Besonderen, wenn wir kein Video von ihnen haben, ist das total wichtig, dass nicht immer nur die Proaktiven mit uns gemeinsam den Workshop gestalten, sondern dass wir auch gucken, dass wir Menschen mit reaktiver Tendenz einladen und ihnen einfach nur ein bisschen mehr Zeit geben, sich zu finden, beziehungsweise darüber nachzudenken, was gerade gefragt wurde. Also ich persönlich habe eine reaktive Tendenz und wenn man mich direkt mal so auf die Bühne zerrt und ins Licht stellt, dann kommt da nicht viel Sinnvolles bei raus. Also ich brauche schon so einen Moment des Überblicks und dann kann ich mich auch gut äußern. Also denkt dran, auch die leiseren, die reaktiven Stimmen mitzunehmen bei der Moderation. Und ganz ähnlich kann ich empfehlen, offene und geschlossene Fragen zu stellen. Also wenn ihr eure Teilnehmer und Teilnehmerinnen animieren möchtet, groß zu denken, euch Sachen zu erzählen, einander Sachen mitzuteilen, dann sind offene Fragen total hilfreich. Offene Fragen sind alle möglichen Fragen, die Erinnerungen, Erfahrungen, Stories, eigene Meinungen, Ansichten, Gefühle einladen, geteilt zu werden. Also alles, was nicht mit einem Ja oder Nein beantwortet werden kann. Diese Fragen machen den Gesprächsraum größer, die machen ihn auf. Und dann gibt es ja aber auch Momente, wo man auf die Uhr guckt und merkt, huch, jetzt müssen wir aber mal vorankommen und dann möchte man den Gesprächsraum vielleicht nicht größer machen, sondern eher zum nächsten Punkt hinleiten. Da sind geschlossene Fragen super hilfreich. Also nicht noch mehr, noch größer aufmachen, sondern sowas sagen wie, als nächstes stünde jetzt zum Beispiel das Thema Abschluss an. Wollen wir da jetzt schon hingehen? Insofern beantwortet mir doch mal die Frage, ob wir jetzt schon in die Richtung Abschluss tendieren wollen. Einfach mit Ja oder Nein im Chat. Super.
Ja, vielen Dank. Ihr habt mich gerade obsolet gemacht. Aber es ist sehr schön, dass die Interaktion so groß ist. Auf jeden Fall. Genau, da wollten wir jetzt auch hin, weil wir uns ja noch Zeit nehmen wollen für ein paar Fragen. Und zwar eben meine Frage ist, sage ich einfach Tschüss am Ende eines solchen Workshops? Mache ich eine riesen Retro oder ein großes Feedback? Oder wie verabschiede ich mich richtig aus einem wirklich virtuellen Workshop, was jetzt nicht so was ist, wie wir heute haben, ein kurzes Webinar, sondern echt ein längerer Zeitraum gewesen ist, den man auch virtuell miteinander verbracht hat? Ja, absolut gute Frage. Und ich finde, auch für einen guten Abschluss sollte man sich Zeit nehmen. Das muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass der lange dauert, aber schon ein intentionaler Abschluss ist. Und etwas, was ich euch einladen würde, nachher zu machen, wenn ihr irgendwas von diesen Inspirationen aufgreifen wollt. Eine Sache wäre nämlich noch, das mit eurer Umgebung zu verbinden. Nicht immer nur vor diesem Screen zu hocken. Wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, oh, daran würde ich mich gerne erinnern, das nehme ich mir mal mit. Schreibt euch ein Post-it, klebt es an eure Lieblingskaffeetasse, an euren Arbeitsstuhl, legt es unter das Kissen, wo auch immer es euch wieder begegnet, damit ihr später wieder wisst, ach stimmt, das wollte ich doch mal ausprobieren. Dass es nicht jetzt einfach in der Inspiration untergeht, sondern mitgenommen werden kann. Und das ist etwas, womit man ganz einfach zum Beispiel Meetings auch schließen kann, zu sagen, hey, anker dir das doch irgendwo, damit du es für später nochmal hernehmen kannst. Und dann, wenn man wirklich zum Abschluss finden will, dann wäre es super, wenn euch das möglich ist, könntet ihr das Mikro anschalten. Und wir bedanken uns einfach mal gegenseitig, dass alle von euch jetzt hier diese Zeit eingebracht haben, wie die wir hier gerade sprechen, ihr, die gerade mit uns interagiert. Wenn ihr nicht das Video ans Mikro einschalten könnt, dann vielleicht einfach nochmal ein Smiley in den Chat. Aber Mikro wäre schon sehr cool. Also für die, bei denen es geht, macht doch mal das Mikro an und sagt Dankeschön an alle. Danke. Danke. Super cool. Vielen, vielen Dank euch. Ja, perfekt. Vielen Dank. Wir sind aber tatsächlich noch nicht am Ende. Wir haben nur gelernt, wie das Ende aussieht. Und zwar vielen Dank nochmal. Also wie gesagt, drei Sachen. Start, Moderation und Ende. Man startet mit einer interaktiven Übung. Man hält die Leute bei der Stange und sie wirklich engagiert sie auch im Chat. Und setzt eben diesen intentionalen Abschluss, der ganz wichtig sein kann, gerade für so eine Gruppenerfahrung wie ein richtiges remotes Training oder einen Workshop. Ja. Und jetzt würden wir uns gerne für die letzten 10 Minuten ungefähr noch euren Fragen widmen. Also wenn ihr Fragen habt an Franzi in Bezug auf das Thema remote Moderation, dann postet die gerne in den Chat oder vielleicht gibt es auch schon was und ich übergebe damit an den Corbinian. Ja, also wir haben eine Frage bekommen. Und die Frage ist zu tun, was mache ich denn, wenn ich in eine Situation reinlaufe, wo alle durcheinander sprechen? Wie kann ich da eingreifen als Moderator? Es könnte zum Beispiel ja das Szenario einer Podiumsdiskussion sein, aber ich glaube auch generell in dem Workshop läuft man auch mal in eine Situation, wo dann zwei nicht genau wissen, so wer redet jetzt, und dann, ja, man kennt es. Absolut. Was empfiehlst du? Sehr, sehr schöne Frage. Prinzipiell haben wir einfach gemerkt, in den Trainings, die wir gegeben haben, die Möglichkeit zu sprechen, bringt uns menschlich näher. Also wenn wir rein nur aufs Schreiben, also wenn wir nur schreiben dürfen, hält es uns ferner voneinander. Insofern ist Sprechen super. Und dass mal zwei Leute gleichzeitig ansetzen, passiert auch. In den allermeisten Fällen sind dann aber alle rücksichtsvoll und einer versucht, dem anderen den Vortritt zu lassen. Trotzdem kann es so sein, während jemand spricht oder wenn es ganz viele Beiträge gibt, dass jetzt der Moderator ja auch irgendwie wissen muss, wie gehe ich jetzt damit um. Und dafür haben wir euch sowas wie Shortcuts oder Abkürzungen vorbereitet, die ich euch gerne noch mit auf den Weg geben würde. Zum Beispiel einfach nur ein Fragezeichen in den Chat zu tippen und dann, wenn ich dran bin, wenn ich mich vom Moderator aufgerufen werde, meine Frage verbal zu stellen. Das Gleiche geht natürlich, wenn ich einen Kommentar habe, dann poste ich kein Fragezeichen, sondern Ausrufezeichen. Oder, wie wir es heute schon gemacht haben, die Smileys für Abfragen wie, wie geht's euch? Ist es gut? Möchtet ihr das machen? Also alles, was Zustimmung ist, dafür könnte man dann ein Smiley nutzen. Hat auch einen schönen energetischen Effekt, wenn da ganz viele Smileys reinfliegen, dann macht das Ganze einfach mehr Spaß. Also diese Shortcuts zu nutzen, um mich sozusagen zu melden und dann, wenn ich vom Moderator aufgerufen werde, dann aber auch wirklich zu sprechen. Dann ist man nämlich nicht nur aufs Schreiben limitiert, sondern darf auch sprechen. Cool. Vielen Dank für die Antwort. Und die Shortcuts, die haben wir zusammengefasst als Dokument. Ja,
Ja, Ah, genau. cool, klasse. Wenn wir die dann, Müsst ihr euch jetzt nicht merken. wenn wir die dann gleich am Ende von unserem Termin noch teilen können. Wir haben noch eine Frage bekommen von Anja. Was macht man, wenn keiner einen Beitrag hat und nur Schweigen im digitalen Raum ist? Wie gehe ich damit als Moderator? Das ist genau die schmerzhafte Frage, ob jetzt physisch oder remote. Aber remote kommt es natürlich, also im Online-Setting kommt es natürlich noch häufiger vor. Aus eigener Erfahrung, in erster Instanz, warten. Mein Co-Trainer und ich bei der Coach-Ausbildung, wo es ja wirklich darum geht, auch in die Tiefe zu gehen und auch Sachen zu teilen, die jetzt nicht nur so an der Oberfläche sind, sondern wirklich auch zum Beispiel sehr persönlich sind, wir haben schon bis zu 30 Sekunden gewartet, bis sich dann jemand erbarmt und einfach diesen Druck der Stille nicht mehr aushält und dann sagt, okay, ich sag jetzt was. Ob das dann gleich die tiefste Antwort ist, sei dahingestellt. Aber gefühlt nach 30 Sekunden erbarmt sich die erste Person, weil es einfach nicht mehr ertragbar ist für alle zusammen. Insofern einfach mal einen langen Atem haben und länger warten, als man es sonst als Trainer oder Trainerin so gewöhnt ist. Wenn jetzt wirklich irgendwas gar nicht kommt, dann kann man natürlich auch wieder reingehen und sagen, okay, ich merke, da passiert jetzt gerade gar nichts. Wo seid ihr? Es kann ja sein, dass jemand meine Frage noch nicht verstanden hat oder viele Leute meine Frage nicht verstanden haben. Es kann sein, dass die Gruppe gerade so am Abschweifen ist, weil die Energie einfach schon runtergeht. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die wir nicht immer alle wissen können. Insofern, wenn sich wirklich niemand erbarmt, würde ich einfach rückfragen, okay, was ist los? Und auf die Metaebene gehen, was braucht ihr jetzt? Sollen wir irgendwas anderes machen? Spannend, das beantwortet schon ein bisschen eine Frage, die ich mir noch gestellt habe. Und zwar wäre meine Frage, wie kann ich denn als Moderator checken, ob alle noch an Bord sind, wenn ich gerade erzähle oder eine neue Übung vielleicht ankündige und ich denke mir so, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob überhaupt alle folgen können oder ob ich die Teilnehmer nicht abgehängt habe. Wie kann ich da so einen Level-Check machen, ob noch alle mit an Bord sind? Machen wir gleich mal live. Liebe Anja, die du diese super coole Frage eben gestellt hast, habe ich deine Frage beantwortet? Dann gib uns doch mal noch ein Smiley oder ein Ja im Chat, dass ich weiß, ob das für dich jetzt okay ist. Na, absolut sogar. Na, hervorragend. demonstriert, was ich antworten würde. Check-ins. Also gerade im Remote-Setting mache ich unglaublich viele Mini-Check-ins, weil wir im Zweifelsfall gar nicht sehen, wo die Leute gerade sind, weil wir eventuell nicht erkennen können, wie ist das Gesamtenergielevel. Also ein Check-in, was ich zum Beispiel ganz regelmäßig mache, ist, wie ist gerade euer Energielevel? Und dann kann man hier in Zoom so toll diese Funktionen nutzen und sagen, perfekt, Energielevel ist hoch. Oder man kann sagen, naja, so mittelmäßig oder oh, ich bin schon am Einschlafen. Also solche kurzen Check-ins, wirklich zu gucken, wo stehen die Leute gerade. A, kriegst du viel Rückmeldung und siehst, ob alle noch am Ball sind oder vielleicht schon mal kurz zur Toilette gegangen sind. Kommt ja auch vor, wenn die Session zu lange ist und die Bio-Break noch nicht nah genug, dass sich dann jemand entscheidet, okay, ich mache mal kurz das Video aus und bin mal weg. Also so weißt du einfach, ob die Leute noch da sind und du weißt, wo sie stehen. Und auch inhaltlicher Art, wirklich zu fragen, ist es verständlich geworden? Wisst ihr, was wir jetzt tun wollen? Also wirklich Mini-Check-ins, einfach mit Daumen hoch oder klatschen oder dem Chat immer zu gucken, wie kann ich Rückmeldung kriegen, dass die anderen wissen, wo es lang gehen soll. Genau, ich habe jetzt gerade noch privat hier eine Frage bekommen. Was bedeutet denn das Handzeichen neben dem Chat? Also vielleicht, das ist genau diese Reaktion, also unten in Zoom, das ist eben in dem Fall eine Eigenschaft von dem Tool, dass man in Zoom auf Reaktion klicken kann und dann so klatschende Hände, ich zeige das mal, benutzen kann. Und die kann man, also bei Zoom eben, kann der Moderator sich dann auch solche Tools zunutze machen. Und wie genau, wir gerade auch im Chat schon gesehen haben, das Handheben gibt es bei Zoom auch noch. Das ist dann so die Hand. Handheben nutze ich in der Tat auch, wenn es jetzt eine kleinere Gruppe ist, zu sagen, hey, ich würde mich, also wirklich, ich melde mich, ich würde gern was sagen oder was mitteilen. Wenn es eine große Gruppe ist, habe ich gemerkt, dass es mir nicht mehr hilft, weil das Handheben nicht in einer bestimmten Reihenfolge ist. Also die Leute tauchen dann, glaube ich, alphabetisch geordnet auf. Und insofern mache ich das dann gerne direkt im Chat mit
eben dem Fragezeichen oder dem Ausrufezeichen, aber das Handheben erfüllt prinzipiell die gleiche, den gleichen Sinn. Und die Emojis sind halt einfach nur für zwischendurch. Ich habe noch eine letzte Frage. Wie wichtig ist denn Erfahrung oder was mache ich denn vielleicht, wenn ich wenig Erfahrung habe? Wie bereite ich mich dann auch vor oder was kann ich machen, um als Moderator besser zu werden? Als letzten Tipp. Wie starte ich rein, wenn ich jetzt sowas noch nicht so oft gemacht habe? Du bist ja mega erfahren. Wie hast du mal angefangen? Mit zittrigen Knien. Also das ist die ehrlichste Antwort. Wirklich mit zittrigen Knien, weil ich nicht wusste, ist das, was ich mir überlegt habe, gut. Wie ihr vorhin gesehen habt, ich mache mir bis heute Stichpunkte, dass ich so ungefähr einen roten Faden habe mit größeren Zeitcontainern dran, bis wann will ich wo sein, dass ich nicht völlig aus dem Ruder laufe. Aber das, was sozusagen auf der zwischenmenschlichen Ebene, glaube ich, wirklich am meisten hilft und allen am meisten bringt, ist Präsenz. Also je präsenter du als Moderator oder als Moderatorin sein kannst, desto flexibler bist du, wenn irgendwie was so läuft, wie es nicht geplant war. Desto spürbarer und nahbarer bist du auch für dein Auditorium, also für die, die dir zuhören und zusehen. Also Präsenz kommt wirklich auf so vielen Ebenen daher und bewirkt so viel, dass selbst wenn irgendwas ganz furchtbar schief geht oder du dich total verhaspelst oder irgendwie die Technik abstürzt. Mitten in unserer Coach-Ausbildung haben Kollegen mal versucht, wie funktioniert denn Zoom? Und haben uns das gesamte Webinar gecancelt, inklusive aller Vorbereitung. Das sind die Momente, wo es sich lohnt, durchzuatmen. Cool. Also man ist selbst als Experte nicht vor Überraschungen gefeiert. Deswegen just do it, habe ich verstanden. Also ich habe mir aufgeschrieben, habe gleich auch das gemacht. Mit dem Priming, das fand ich klasse. Bedanke mich, dass du die Fragen beantwortet hast. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Wo kann ich mich denn noch schlau machen oder was gibt es denn noch für Angebote, wenn ich in das Thema einfach noch tiefer einsteigen möchte und mich auch vielleicht mit dir da inhaltlich tiefer auseinandersetzen möchte? Super gerne an unserer Online-Konferenz teilnehmen. Vielen Dank, Sabrina. Perfekt. Genau, nächste Woche, Donnerstag und Freitag am Abend, damit auch alle, die sonst am Schreibtisch sitzen müssen oder am Homeoffice-Schreibtisch oder auf dem Balkon, wie ich vorhin gesehen habe, teilnehmen können, von 17 bis 21 Uhr die BeTrue Online-Konferenz, in der es wirklich darum geht, wie können wir die menschliche Potenzialentfaltung in diesen verschiedenen Business-Kontexten, die wir uns da angucken wollen, also Innovation, Humanness, Creativity, wie können wir diese Potenzialentfaltung wirklich fördern und zwar in einem Remote-Setting. Also wer auch immer von euch Lust hat, da nochmal richtig tief einzusteigen, auf diesen Link klicken, in den Slides, die ihr nachher bekommt im Handout und sehr, sehr gerne teilnehmen. Ist komplett kostenfrei und kommen noch viel mehr Experten von Kollegen von uns aus der Unternehmertum, als ihr jetzt heute hier sehen könnt. Vielen Dank, Franzi. Super. Ich habe gerade genau das gemacht, was man nicht machen soll. Ich war noch stumm geschalten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Wie die Franzi gerade schon gesagt hat, bekommen alle Zuhörer jetzt noch im Zoom-Chat einen Link vom Corbinian. Über diesen Link kommt ihr zu einer kleinen Umfrage, wo ihr auch eure E-Mail-Adresse hinterlassen könnt, wenn ihr Lust habt, dass ihr die Unterlagen erhaltet, die Franzi für uns zusammengestellt hat zum Thema Moderation. Da stehen alles, was sie gerade gesagt hat, nochmal zusammengefasst gut drin. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Gleiche Zeit, gleicher Link. Und zwar mit dem Thema Routinen und Selbstmanagement mit der Corinna für nächste Woche. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei dir, Franzi. Das war sehr eindrucksvoll und auf jeden Fall inspirierend für Remote-Themen. Und ich freue mich, wenn wir ganz viele Leute von euch wiedersehen. Und vielen Dank, Franzi. Vielen Dank auch euch und vor allem vielen, vielen Dank an euch alle, die ihr zugehört und zugeschaut und mitgemacht habt. Super cool. Dankeschön. Genau, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Donnerstag und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis ganz bald. Viele Grüße von der Unternehmertum.